So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich war letztens mit Pupsi im Kaufland in Meiningen, da habe ich was entdeckt und zwar diese Thai Cubes, steht extra so drauf, von Kitchen Joy ist die Firma, ein Thai Cube, also ein Würfel aus Thailand und es gibt nicht nur Thai Cubes, es gibt auch Indian Cubes. Ich habe jetzt 4 verschiedene hier rausgesucht. Das sind alles verschiedene Sorten. Das sind verschiedene Schärfe gerade auch, was sowieso interessant ist. Und das ganze Ding ist gefroren. Kann man in der Mikrowelle warm machen. Ich will jetzt mal alle 4 warm machen, alle 4 mal testen. Wir haben den Thai Cube Sweet and Sour Chicken with Jasminreis. Der ist not spicy, steht drauf. Dann haben wir den Thai Cube Creamy Green Curry Chicken with Noodles. Der ist medium. Dann haben wir immer noch einen Thai Cube Spicy Sesam Chicken with Noodles. Der ist hot. 3 von 4 Chilischoten. Und als letztes eben den Indian Cube Chicken Tikka Masala with Jasmin Reis. Der ist auch hot. 4 von 5 Chilischoten. Für das Thumbnail muss ich die mal alle irgendwie hier aufeinander bauen und zeigen, dass man das so sieht. Ist das richtig rum? Nö, das ist falsch rum. Genau. So, das für das Thumbnail, die Thai Cubes. Vielleicht sollte man die auch nebeneinander bauen, dann sieht das lustiger aus. Die Thai Cubes. Eins von beiden kann ich mir heraussuchen, je nachdem. Wir hauen jetzt alles mal in die Mikrowelle und gucken mal, wie das schmeckt, wenn das fertig ist. Adi Schatz! So, es ist immer noch gefroren, aber Adi hat die Witterung aufgenommen. Adi Schatz! So, 1, 2, 3, 4. 5 Minuten eins, das heißt, wir machen mal 7 Minuten alle, in der Hoffnung, dass sie sich noch drehen und gucken, was passiert. Ich sehe schon, das blockiert alles, das ist keine gute Idee, aber wir melden uns mal, wenn es fertig ist. So, wir sind zurück, wir müssen jetzt die, not spicy. Wir fangen mit der kleinsten Sorte an, not spicy, machen das hier oben mal auf. Ich habe gerade gemerkt, die waren fast alle sogar noch gefroren, dann habe ich sie nochmal rein. Jetzt machen wir das. Ja, wie oft ist das denn verpackt? Und wie schäbig sieht das überhaupt aus? Ich würde sagen, guckt mal hier rein, aber dann fliegt wahrscheinlich alles raus. Sieht aus, als hätte einer reingeschissen. Und das ist jetzt also Thai Cube Sweet and Sour Chicken mit Jasmin Reis. Nicht Jasmin Ritter, sondern Jasmin Reis. Hä? Ach so. Das ist hier nur so ein kleines Ding. Ah, in dieser Schale ist hier das Sweet-Sauer-Zeug. Und hier unten drunter sitzt der Reis einfach extra. Hä? Jetzt stellst du das hier hin, hast das hier. Kannst mal gucken, ob der Reis überhaupt reisig ist. Das ist Reis, der hängt hier komplett zusammen. Klebt, dann müsstest du eigentlich jetzt das hier rauskippen, auf den Reis drauf und das dann irgendwie eigentlich zusammen essen. Wir haben hier so das Chicken. Okay, das Chicken schmeckt mega abartig. So richtig muffig, so richtig widerlich. Ich tue es jetzt mal hier einfach in diese Schüssel rein. Es ist alles gefroren gewesen. Da denkst du, das Zeugs hält sich 100.000 Jahre. Aber das schmeckt irgendwie richtig bissig. Als wäre das gar nicht mehr gut. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Ist auf jeden Fall kein guter Geschmack. Und ich werde jetzt alle 4 dann zusammenkippen in diese große Schüssel. Und das dann rummachen und dann nochmal am Ende probieren.
Die süß-saure Soße hat eigentlich einen guten Geschmack. Also die süß-saure Soße ist in Ordnung, aber das Hähnchenfleisch, naja, nicht unbedingt. Kommen wir mal zum zweiten Ding, zum Medium Thai Cup. Das ist nämlich jetzt Creamy Green Curry Chicken. Und wahrscheinlich würde es ja jetzt reichen, wenn ich einfach nur oben das Ding mit der Soße probiere, weil der Reis unten ist ja trotzdem der Reis. Wir haben also jetzt hier cremiges Curry, grünes cremiges Curry, das sieht gut aus, beziehungsweise das riecht gut. Fummeln jetzt mal hier rum, grünes cremiges Curry. Mit Nudeln, stimmt, da ist gar kein Reis drin, da sind ja Nudeln dabei. Aber dieser Green Curry schmeckt wunderbar, genau das Gegenteil von dem anderen Zeugs davor. Hier habt ihr jetzt den Klotz Nudeln, den wir auch irgendwie probieren wollen. Und ich beiße einfach mal in die Nudeln rein. Okay, die Nudeln sind nix. Die Nudeln schmecken irgendwie total nach Gefriertruhe. Total nach Kühlschrank und Gefriertruhe. So eine richtige, auch so eine komische chemische Note mit dabei. Kippen wir jetzt das Green Curry Zeugs hier oben drüber. Vor allem waren die Dinger sauteuer. Und jetzt macht man hier so ein Gefaxe damit. Das ist wieder mal richtig abartig. Aber das Green Curry an sich ist super, das ist jetzt die beste Sorte. Ich hoffe, der Geschmack färbt ab auf den Rest, sodass der Rest auch noch besser schmeckt. Dann haben wir jetzt den Thai Cube Spicy Sesam Chicken. Leider ist da wieder Chicken drin, auch mit Nudeln. Sind wir also mal gespannt, was die Nudeln hier können. Was das Spicy Chicken Sesam Huhn macht. So, das ist einmal raus. Hier ist lauter Sesamzeugs mit drin. Das riecht auf jeden Fall, boah, das riecht aber auch sehr muffig. Nehmen einfach mal ein Stück raus vom Hühnchen mit Soße. Der Sesam ist sehr präsent. Es ist auch gut scharf. Ja, das merkt man, dass das richtig schön spicy ist. Nicht zu scharf, aber gleichzeitig hat es irgendwie auch so eine komische braune Soßennote. Da ist das Nudelnest-Ding. Das schmeißen wir jetzt auch einfach hier drauf. Das wird dann rumgemacht. Also bis jetzt ist das Curry, grüne Curry, immer noch am besten. Das Sesam, okay, schmeckt ein bisschen muffig, aber durch das Spicy ist das okay. Süß-sauer Nudel ist bis jetzt das Schlimmste. Wir haben jetzt noch den Indian Cube Chicken Tikka Masala mit Jasminreis. Also doch nochmal Reis gerettet. Hier in der gelben Packung hauen wir das Hühnchen mal raus. Einmal hochnehmen bitte. Das ist schön breiig. Das riecht interessant. Ja, das ist. Das ist jetzt hier wie Apfelmus irgendwie. Jetzt tun wir das Hähnchen da raus. Nehmen wir das indische Hähnchen. Schmeckt auch gut, ist aber irgendwie noch kalt. Ist halt nicht so gut, wenn ihr alles immer zusammen macht. Die ganze Packung ist jetzt auch gelb innen drin. Nicht nur gelb außen, auch gelb innen. Und das hat auch eine gute Note. Also das, dieses Sämige ein bisschen, ist auf jeden Fall richtig stark. Creamy, Green Curry und Chicken Tikka Masala. Die zwei besten Sorten. Hier auch wieder mit Reis. Dass du hier den ganzen Sack Reis rausholst und hier drauf schmeißt und das dann irgendwie rummachst und zusammen isst. Wie Matt Stoney. Nein, ich werde ein bisschen essen und ich denke mal eh, dass ich das nicht alles schaffe und den Rest dann heute Abend nochmal esse. Jetzt haben wir hier eine riesen Schüssel.
mit Nudeln, mit Reis, mit noch mehr Nudeln, mit noch mehr Reis, mit verschiedenen Hühnchenfleischs drin. Alles daneben geflogen hier. Der Reis ist schön pappig, das ist super, der klebt einfach alles voll. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das alles irgendwie vermischen können. So, wenn ich Pech habe, bricht mir noch die Gabel ab. Wir trauen uns was, schieben die jetzt einfach mal hier durch. Ein bisschen. Da ist das obere, da ist das untere. Ah, ein kleines Nudelnetz. So, jetzt ist das Ganze einigermaßen rumgemacht. Ganz deutlich riechst du auch diese schöne Cream Curry Kokosnote raus. Das hat nämlich so eine Kokosnote gehabt. Den Reis sieht man irgendwie gar nicht mehr. Alles ist bedeckt jetzt von Nudeln. Jetzt nehmen wir einfach ein Humpen aus der Mitte und beißen mal da rein, wie das jetzt schmeckt. Schmeckt einfach wie die Kombination aus allen vier Dingen zusammen. Schmeckt trotzdem das Curry, schmeckt Hähnchen, schmeckt Reis und Nudeln. Schmeckt süß, du schmeckst sauer, du schmeckst muffig, du schmeckst Sesam, du schmeckst eine komplette Geschmacksvielfalt. Was haben wir vergessen? Chemie. Ja, Chemie schmeckst du auch. Gut. Jetzt ist das, was kalt war, auch ein bisschen warm. Das, was warm war, ein bisschen kalt. Gleicht sich aus. Ich glaube, in dieser Kombination, alles zusammen, kannst du das jetzt auch essen. Wo ich mich jetzt versuche, ein bisschen durchzubeißen, aber nicht im Zeitraffer. Wie gesagt, ich werde daraus zwei Mahlzeiten machen. Einmal zum Mittag, einmal zum Abendbrot. Wenn ihr das auch kennt, wenn ihr das schon mal gesehen habt, von Kitchen Joy, diese Thai Cubes, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben die im Kaufladen in der Tiefkühlung gesehen. Hat ein bisschen gedauert, jetzt standen auch einige Zeit jetzt hier rum, bis ich die jetzt mal testen konnte. Würde ich aber nicht nochmal kaufen. Dann lieber diese fast 5 Euro für so ein Ding, für ein einzelnes Ding nehmen und bei einem richtigen Nudelgericht beim Chinamann ausgeben. Da habt ihr auf jeden Fall auch was davon und müsst euch nicht so ekeln. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.